Okay. Was machst du denn hier drin? Ich hab's dir doch gesagt, durch die Kanalisation zu kommen, ist reiner Selbstmord. Lass mich in Ruhe. Was ist das? Warte, ist das von meinem Papa? Oh wow, das wusste ich gar nicht. Es gibt ein geheimes Zimmer hier in unserer Wohnung, aber wo? Ich kenne Omas Stil, sie ist sehr talentiert, weißt du? Okay. Seine Couch zu kratzen können wir nicht. Oha. Ein Code. Ein Codepad. Ein Codefeld. Hier muss irgendwo der Code sein. Mit Ende der Gemälde. In der Wand gekritzelt vielleicht. Okay, ja, aber können wir nicht lesen. Wir können den gleich übersetzen lassen, aber ich würde mich noch umschauen hier. Vielleicht finden wir noch was. Nee, sieht nicht so aus. Die Zeit wird's zeigen. Zeit, die Uhr. Da ist um 2, um 5, um 1, um 1. 2, 5, 1, 1. Sollten wir gleich mal ausprobieren. Ha! Ja, so schwer war das jetzt ja nicht. Okay, mysteriöses Labor. Ich habe diesen Raum noch nie gesehen. Ich kann nicht glauben, dass er es geschafft hat, ihn die ganze Zeit vor mir zu verstecken. Diese Baupläne, die müssen für seine Zugwaffe sein. Aber war immer so geheimnisvoll mit seiner Arbeit. Er sagte mir, dass die Waffe in der Theorie funktionierte, aber einen Praxistest brauchte. Ging nach draußen in die Slums und kam nie wieder. Vielleicht ist was in der Kiste. Wenn nicht, haben wir es einfach so umgeworfen. Oha, ist das nicht so ein Zug hier? Beobachtungen wirken sich niedlich. Wirken sich niedlich an, sind aber nie freundlich. Alte Bakterien aus Zeiten der Menschen fressen alle möglichen Materialien, können in der Dunkelheit bestens sehen, reagieren auf das grelle Licht. Grelles Licht schreckt die scheinbar ab. Müssen wir grelles Licht finden, eine Lampe, eine sehr helle Lampe besorgen. Aktuelle Roboter-Schlagzeilen. Zugs sind offiziell außer Kontrolle. Sie fressen jedes Metall. Aber durch den Zaun kam es nicht durch, an dem wir waren. Um aufs Dach zu kommen, auf den Kran und so. Deflugsor-Bauplan, Konzept, lichtgestützte Handfeuerwaffe, geringe Priorität, Aussehen, Größe, Dezibel, Lautstoß, wo Priorität unter realen Bedingungen testen, Zielvernichtung von 20 Zugs pro Sekunde. Jetzt werden Lichtzugs gemetzelt.
Okay, hast du einen Plan? Hast du hier etwas Interessantes gefunden? Nö, bis jetzt noch nicht. Müssen irgendwas aufheben. Okay. Was sollen wir hier finden? Das hatten wir schon. Licht. Jetzt folgen wir mal den Kabeln aus diesem Generator hier. Tja, ich weiß auch nicht. Oh, ist das die Zugs? Nicht hassen. Du bist nur rat nicht viel. Ja, alles gut und schön, aber wie hilft uns das weiter? Hier vielleicht was tun? Kaputter Peilsender, aha. Das könnte es doch sein. Hier. Warte, das Ding kenne ich. Das ist ein Peilsender. Aber hat diesen Peilsender immer benutzt, um zu sehen, wo ich bin. Vielleicht können wir ihn umpolen, um herauszufinden, wo er hingegangen ist. Ich kann nicht glauben, dass mein Papa noch am Leben sein könnte. Ich habe ihn so sehr vermisst. Du brauchst eine Waffe für die Zugs, richtig? Mein Papa hat definitiv eine mitgenommen. Wir müssen nur den Peilsender reparieren, damit wir ihn finden können. Jemand in den Slums kann uns hier helfen. Komm mit, ich öffne die Tür. Okay. Na dann. Wohin jetzt? Du musst den Peilsender reparieren. Du bist echt pfiffig. Vielleicht kannst du in den Slums jemanden finden, der hilft. Jetzt muss ich hier. Es bleibt immer alles an mir hängen. So, war die Bar nochmal. Gehen wir vielleicht zum.
zu Momo vielleicht. Als die oder der. Eine Idee. Ich kämpfe wirklich darum, die Verbindung wiederherzustellen. Hast du bei Chalmers was Interessantes gefunden? Ein interessantes Gerät, aber es sieht kaputt aus. Vielleicht kann dir jemand aus dem Dorf helfen, es zu reparieren. Hast du in der Bar gefragt? Wir sind in der Bar. Du bist neu hier, was kann ich für dich tun? Was für ein schönes Gerät und auch noch selten. Ich kenne einen Typen, der Sachen wie das hier repariert. Er ist sehr begabt. Nur ein bisschen. Naja, du wirst schon sehen. Mein Name ist Elliot. Sein Büro ist gleich links von hier. In der Nähe von Omas Laden. Überall an seiner Tür sind Schilder angebracht. Okay, da waren wir ja schon mal. Endlich wieder mal ein Nutzer. Gleich neben Omas Laden. Hier ist die Tür voller Schilder. Mach auf, mach auf, mach auf. Bist du Elliot? Nee, du bist nicht Elliot. Elliot ist ein Hypochonder, davon gibt es nicht mehr viele. Das haben unsere Vorfahren vererbt. Wenn du wieder willst, dass er wieder an die Arbeit geht, bring ihm besser was zum Anziehen. Das wird ihn aufmuntern. Aha! Da wird der Poncho endlich mal nützlich. Wo ist denn Elliot? Hier oben? Ja, kann ich dir helfen? Ach, er zittert hier rum. Oh, wo hast du den denn gefunden? Er ist fantastisch. Lass ihn mich mal anprobieren. Gut, sieht aus. Danke für den Poncho. Bitte komm zu mir, wenn du etwas zum Reparieren hast. Egal, das kriegen wir doch hin. Hier haben wir was zum Reparieren. Wow, das ist ein toller Peilsender. Ich erkenne das Modell. Es ist ein Tomia BR 2000. Mit diesem kleinen Gerät kannst du jeden lokalisieren. Darf ich? Lass mich mal sehen. Ich muss nur noch ein Update machen und noch eine Sache und hier und da und diese Schraube drehen und das da aufspielen und diese Datei überspielen und das dann hinbiegen und dann. Voilà. Reparierte Peilsender. Na bitte, Kleines, viel Glück bei der Suche nach der Person, die du suchst. Okay, damit jetzt wieder zurück zum. Das müsste sein. Zum Momo, vielleicht kennen wir uns. Kann der uns jetzt sagen, wie es weitergeht? Momo, ich habe da ein repariertes Ding. Das ist ein ziemlich fortschrittlicher Technologie hier. Okay, wir müssen das zurück zu Chalmers bringen. Wo war der nochmal? Wo warte der seine Bude? War es nicht hier? Ja, hier war das. Hast du es geschafft, den Peisern zu reparieren? Ja, hier. Du hast es geschafft. Du hast ihn repariert, gut gemacht. Gib ihn her.
Wir haben einen Pink. Ist Papa wirklich am Leben? Ich kann es einfach nicht mehr glauben. Lass uns den Preisender folgen. Vielleicht finden wir jetzt heraus, wo mein Papa hin ist. Auf geht's. Ich folge unauffällig. Oder gibt es ein bisschen weiß-blaue Tatzen? Okay, wo geht's hin? Ja, an die Tür, wo wir nicht durch dürfen. Das war ja fast klar. Das muss es sein. Er hat die Stumps wirklich verlassen. Es ist gefährlich da draußen, aber ich muss sicher sein. Ich muss es wissen. Auf geht's. Geht er jetzt mit uns raus? Okay. Da gibt es keinen Widerstand von den anderen Bewohnern. Wir wollten uns doch schon nicht rauslassen. Weiter geht's mit den Zugs. Okay, jetzt kommen wir hier nicht mehr zurück. Das ist schade. Sieh dir diese Zugeier an. Sie werden uns auffressen. Schaff das nicht. Ich bin nicht so schnell wie du. Die Zugs werden mich ganz sicher erwischen. Hier, nimm dieses Abzeichen. Und Papa wird es erkennen. Er wird wissen, dass du mein Freund, dass du ein Freund bist. Okay. Außenwelt von der Abzeichen. Ich werde die Tür öffnen. Okay, das Abzeichen haben wir nicht. Eine dritte Dose haben wir auch noch nicht gefunden. Na dann, auf geht's. In das Zuggebiet. Da haben wir die wieder, diese kleinen, dreckigen Krampfviecher. So, wie kommen wir da jetzt am besten durch? Wahrscheinlich können wir da, hoffentlich können wir da in der Mitte hochklettern. Oh. Oh nein, 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 als das zu. Ich will dich brauchen. Als und hoch, hoch, hoch. Und. Und weiter hier. Mitten durch die. Wie hießen die? Slogs oder. Da unten durch. Muss man erstmal den Weg finden.
Ach du Scheiße. Nicht ins Wasser fallen. Das ist mir sehr viel Wasser hier. Zu viel Wasser für eine Katze. Ach du Scheiße. Geht's denn hier lang? Und weiter geht der Spaß. Oha. Katz und Katz. Aufstehen und weiter. Alles okay. Es war ein echt hart heftiger Sturz. Doc sollte in der Nähe sein. Weit ist das nicht mehr. Oh nö. Katz hingefallen. Bin schon wieder am Humpeln. Oh, okay. Es hat sich. Ich würde sagen, das hat sich schnell wieder. Das hat sich, die holt sich schnell. Okay. Ich wollte gerade fragen, ob wir überhaupt noch springen können. Zumindest sind wir vorerst die. Diese Viecher los. Oh, hier gibt es eine Änderung. Das können wir uns abholen. Das sollte man nicht verpassen. Der Wissenschaftler, für den ich arbeitete, sagt immer, er wolle sich in ein kleines Häuschen zurückziehen und den ganzen Tag angeln. In der Stadt war das natürlich nicht möglich. Und das hätte seit mindestens 100 Jahren auch keiner mehr machen können. Was wäre, wenn wir uns in der Außenwelt ein kleines Häuschen mit einer harmlosen Angelrute und einem Häufchen Bücher suchen würden? Ich glaube, genau das hätte der Wissenschaftler gewollt. Aber zuerst sollten wir Doc suchen. Na, wenn Doc, meine ich, der Wissenschaftler ist. Steht eine Flasche, die wir nicht umwerfen dürfen. Ah, hier ist mal eine kleine Pause. Ich staune immer wieder, wie fantastisch dieses Spiel ist. Es ist auch wegen so kleiner Momente. Es ist ja wirklich. Game of the Last Year. Wenn man so will. Ich hoffe, wir kommen noch mal zurück in die City, damit wir hier noch. Okay, haben wir noch nichts für. Wir noch eine Flasche sammeln können.
Es ist ein Stromgenerator, aber scheint irgendein anderes Teil zu benötigen, um zu funktionieren. Das habe ich schon gekriegt. Nein, danke, ich habe keine Lust. Okay, weil wir mir die Flasche gegeben haben. Vielleicht finden wir hier noch einen Automaten. Das ist ein Automat, aber das ist leer. Sehr schade. Ich hoffe, dass ich noch die Flaschen sammeln kann und noch die noch ein paar Notenblätter vielleicht finde. Dass wir nochmal zurück in die wie hieß das denn das Dorf dort, wo wir waren. Nochmal zurück können. Bevor es ins Finale geht. Wie in die Oberwelt zurückkehren. Die Außenwelt. Okay, gibt's nicht viel zu sehen. Hier waren wir glaube ich schon. Können wir nicht lang. Überall leere Dosen und anderer Müll. Mal hier rein. Schalter drücken oder so. Hier waren wir schon. Oh, hier hinein. Hier waren wir noch nicht. Okay. Hier haben wir solche Viecher. Safe Zone. Flasche rauskippen. Oh, dass man nicht doppelt ist. Wow. Warte, du bist kein Zurück. Wer bist du dann? Das ist mein Abzeichen, das du da trägst. Wie hast du es gefunden? Hat mein Sohn dich geschickt? Oh, schau mal, schlauer Junge. Ich bin schon seit Ewigkeiten allein hier. Ich bin hierher gekommen, um meinen Defluxor zu testen. Es ist nicht so gelaufen wie geplant. Ich wünschte, ich könnte wieder nach Hause gehen. Ich vermisse meinen Sohn so sehr. Du kannst dich gerne im Haus umsehen, wenn du willst, aber ich habe keine Ahnung, wie wir hier rauskommen sollen. Okay. Schon mal mit Tastatur laufen. Wir sitzen fest, diese Zugs werden uns angreifen, sobald wir nach draußen gehen. Ich glaube, den sind wir doch bisher ganz gut entkommen. Okay, der Automat ist auch leer. Wir können uns was merken, eine weitere Anwendung. Ich habe Menschen gesehen, die solche Kostüme trugen. Sie waren klein und rannten umher und machten jede Menge Lärm. Oh ja, jetzt erinnere ich mich, es waren Kinder. Durch sie waren die Straßen so viel lebendiger. Verzeihung. Trotz aller Schwierigkeiten, die sie ihnen bereiteten, schienen die Erwachsenen sie sehr zu lieben. Doch sagt er vermisst Schaumes. Ist das dasselbe? Irgendwie? Irgendwie schon. Ein paar Erinnerungen haben wir noch nicht gefunden. Ob wir die noch finden werden.
Mach das Radio an.